als ich vor acht. Gedanken machen Krach, meine Wände kommen näher. Das Atmen fällt mir schwerer, der Druck baut sich auf. Es nimmt seinen Lauf, ich weiß doch nicht wohin. Doch meine tiefen Stimmen fangen wieder an zu singen. Schon von meiner Kindheit an kenne ich ihren Klang. Böse und bedrohlich fing es damals schon an. Das Kind, das ich war, kam damit nicht klar. Ich merkte schon da, ich bin in Gefahr. Wer bin ich, wer war ich, wo will ich denn noch hin? Die Frage schreit mich an, macht mein Leben so überhaupt noch einen Sinn? 20 Jahre später, ich hätte es nicht gedacht. Die Stimmen in meinem Kopf haben immer noch die Macht. Und jetzt sitz ich hier, mitten in der Nacht. Das Gas von mir ist leer, selbst Codein hilft mir jetzt nicht mehr. Alles steht in Frage, Hass in meinem Kopf, Wut in meinem Bauch, ich halte es nicht mehr aus. Die Kugeln sind in Lauf, dann stehe ich wirklich auf und gehe einfach raus. Die Sicht ist benebelt, die Straßen sind verregnet. Ich streife durch die Gegend, bin ein psychotisches Wesen auf der Suche nach einem unschuldigen Leben. Ich fange an zu beten, den Weg will ich nicht gehen. Es hilft dich, es ist unausweichlich. Heute Nacht passiert es und genau das weiß ich. Messer oder Knarre oder nehme ich beides? Schieß ich oder schneide ich? Eigentlich egal, der Gedanke, der befreit mich. Der Zeitpunkt, der ist nah, das Opfer ist erwählt. Die Gedanken werden klar. Ich setze meine Maske auf, ziehe den Pistolenlauf. Schlag sie auf sein Schädel drauf, nehme ihn mit zu mir nach Haus. An ein Heizungsrohr gekettet, höre ich, wie er bettelt. Lächerlich, so zu flehen, kannst du nicht mein Grinsen sehen? Muss das denn so sein, dass die Opfer immer schreien? Ich wähle nicht die Wumme, Entscheidung ist gefallen. Ich nehme seine Zunge und werde ihn nicht abknallen. Dann ramm ich ihm das Messer tief in die Lunge. Schneide seine Kehle auf, den blutig finde ich's besser. Das Blut fängt an zu gurgeln, er will noch etwas sagen. Meine Antwort darauf, ein Stich in seinen Magen. Ich sehe, wie er kämpft um Leben oder Tod. Ich schaue einfach zu und genieße seine Not. Dann wird es ruhig. Ruhig auch in mir, die Stimmen waren laut, wegen ihrer Gier. Ein Mensch musste qual für sein Ende sehen, denn ich muss für sie durch meine Hölle gehen. Mein Tod wäre nicht genug für sie, sie wollen meine Qual. Deshalb stellen sie mich immer wieder vor die Opferwahl. Vor die Opferwahl. 1, 2, Lenny kommt vorbei. 3, 4, ist schon fast bei dir. 5, 6, das Spiel ist wie verhext. 7, 8, er hat wen umgebracht. 9, 10, es wird erneut geschehen. 1, 2, Lenny kommt vorbei. 3, 4, ist schon fast bei dir. 5, 6, das Spiel ist wie verhext. 7, 8, er hat wen umgebracht. 9, 10, es wird erneut geschehen. 1, 2, Lenny kommt vorbei. 3, 4, er ist schon fast bei dir. 5, 6, das Spiel ist wie verhext. 7, 8, nun wird er umgebracht. 9, 10, er hat euch schon gesehen. 1, 2, Lenny kommt vorbei. 3, 4, er ist schon fast bei dir. 5, 6, das Spiel ist wie verhext. 7, 8, er kommt um Mitternacht. 9, 10, er wird gleich vor dir stehen. 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 D-Low Beats.